Bauinfoservice-Sendung von BISTV wird Ihnen präsentiert von Stilhaus, Minergie, Nervgruppe und Bauschweiz. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Juni-Sendung vom BISTV. Das Thema der heutigen Sendung ist Design und wir stellen Ihnen jetzt kurz vor, welche Themen auf Sie zukommen werden. Die Designmesse hat zum vierten Mal eingeladen. Living Dreams steht für Kunst- und Naturobjekte aus Asien. Oromano gestaltet Wand höchst kreativ und individuell. Bei der Umsetzung kennen Sie dann gar keine Grenzen mehr. Negra Carpet & Home ist ein traditionell geführtes Familienunternehmen in der Teppich- und Einrichtungsbranche. Was macht man mit einem alten Weinfass? Ja, zum Beispiel Designermöbel. Diogenes hat sich das zur Aufgabe gemacht. Die Form ist ein schweizweit einzigartiges Ausstellungskonzept. Der Toni hat wieder einen tollen Tipp für euch. Swimmingpool, Garten? Sehr oft ein Paar, aber dass sie dann ästhetisch auch noch miteinander auskommen, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Die Designmesse hat vom 8. bis zum 10. Mai zum vierten Mal stattgefunden. Neben 3'000 anderen Besuchern sind auch wir an dem Verkaufsevent und haben für sie Inspirationen für Büro, Heim und Garten eingefangen, wo über 60 Aussteller, von denen die meisten Newcomer sind, für sie präsentiert haben. Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer. Wie schon in der letzten Monatssendung angekündigt, berichten wir von der Designmesse in Zürich. Hier gibt es alles, um sein Eigenheim aufzuhübschen. Begleiten Sie uns in die Designwelt. Die Designmesse in Zürich-Oerlikon hat zum vierten Mal eingeladen. Über 3000 Besucherinnen und Besucher holten sich Inspirationen fürs Büro, Heim und Garten. An die 60 Aussteller, die meisten davon Newcomer, stellten an der dreitägigen Messe ihre handwerklich aufwendig gestalteten Designstücke aus. Bei einem Gang durch die Messehalle zeigten sich dem Publikum Designobjekte in allen möglichen Formen und Variationen. Der richtige Ort, um etwas Spezielles zu finden. Prototypen, Kleinserien, Unikate oder Maßanfertigungen konnten an der Designmesse gekauft oder bestellt werden. Da haben wir eine ganz spannende Küche entdeckt. Eine Mischung aus alt und neu auf kleinsten Raum. Können Sie uns etwas dazu erzählen? Genau, Sie haben es eigentlich schon richtig zusammengefasst. Das ist unser Konzept. Wir versuchen, alte Elemente mit neuen zu verbinden und verwenden dazu jetzt bei dieser Küche modernste Technologie. Das ist hergestellt mit der CNC-Technologie. Und als anderes Beispiel haben wir die Apotheke dort. Das ist ein altes Möbelstück und wir finden, das ist sehr wertig und wir haben das retten in die neue Zeit, dass man es auch wieder brauchen kann und wir haben es verbunden mit neuen Elementen. Ja. Das ist so unsere Philosophie, weil wir einfach auch finden, die alten Sachen haben einen grossen Wert für uns auch, immer noch. Finde ich auch, danke schon vielmals. Können Sie uns etwas dazu erzählen? Ja, also das ist jetzt ein Badmöbel in Form von einer Segeljacht. Im Moment sieht es aus wie eine echte Yacht. Man kann aber hinten natürlich die Schublade komplett aufmachen. Das sind die Schublade für die Dame. Die einzelnen Schmuckteile kann man rausnehmen. Es sind insgesamt 3 Schubladen hier hinten. Dann die Spiegel sind innen, auch die Fachböden, alles beleuchtet. Sehr praktisch. Und die Klappe hier hat 2 Gründe. Einmal als Staufach. Man kann aber auch die Seitenteile rausnehmen, dass man, wenn es Probleme bei der Installation irgendwie gibt, dass man da problemlos rankommt und nicht das ganze Teil abmontieren muss. Ja. Sehr praktisch und schön. Dankeschön. Und wir haben mit dem 2013 einen Designpreis in Deutschland gewonnen. Ja.
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man im Englischen für Leben und Wohnen genau das gleiche Wort benutzt? To live, leben und gleichzeitig auch wohnen. Und genau das ist das Motto von Living Dreams. Leb deine Träume und wohne deine Träume. Und das auf ganz individuelle Art und Weise. Wenn das auch ein Motto sein könnte, nachdem Sie leben möchten, können Sie sich von Living Dreams unterstützen lassen. Aber schauen Sie doch zuerst selber, ob das, was Sie machen, auch Ihren Träumen entspricht. Ich begrüße Sie recht herzlich bei uns in Living Dreams in Meilen auf einer Ausstellung von 600 Quadratmetern. Wir zeigen Ihnen hier Wohnträume im In- und Outdoor-Bereich. Sie finden unsere eigenen Entwürfe, die wir auf Kundenwunsch anfertigen. Und so verkaufen wir sozusagen nur Unikat. Dann freuen wir uns zusätzlich für unser drittes Geschäft in Mallorca, der Eröffnung am 5. Juni. Auch dort Möbel nach Maß sowie eine Winothek, Bistro, Restaurant. Ich würde mich freuen, Sie sind auch in Mallorca bei uns zu Gast. Living Dreams steht für Massivholzmöbel, Kunst- und Naturobjekte aus Asien. Ihre Möbel entwirft die Inhaberin und Designerin Nicole Hoch selbst und lässt sie in Indonesien herstellen. Mit Liebe zum Naturmaterial entstehen beseelte Holzmöbel mit schlichten Formen, archaisch natürlich, wetterfest und praktisch. Dasselbe gilt auch für die mit den Lounges gelieferten Kissen, welche das ganze Jahr über im Freien gelassen werden können. So sieht der Garten nicht nur im Sommer, sondern auch in der kalten Jahreszeit einladend und bewohnt aus. Angefangen hat alles mit einer Reise nach Asien. Die Schönheit der mit viel handwerklichen Können gefertigten Produkte ließ Nicole Hoch nicht mehr los. Was mit einem anfänglichen Import von Steinfiguren und Möbeln für den Außen- und Innenbereich begann, ist mittlerweile zu einem florierenden Geschäft geworden. Die Möbel finden großen Anklang, sodass ein neues Geschäft am 5. Juni auf Mallorca seine Türen öffnet. Die Kollektion aus qualitativ hochwertigen Tischen und Lounges, aus Massivholz, Stühlen oder Konsolen, alles auf Maß nach Wunsch des Kunden hergestellt, ziert weitere Kreise. Die Produkte entstehen dabei ausschließlich durch kleine Familienbetriebe zu fairen Konditionen. Nicole Hoch designt und verkauft nicht nur Möbel, sondern richtet auch ganze Häuser ein. Ein lang gehegter Traum ist in Erfüllung gegangen, denn schon als Kind wollte sie immer Innenarchitektin werden. Wir gratulieren für die gelungene Ausstellung. Exklusivität muss nicht teuer sein. Scharfe Preise bei Exklusivküchen. So schmeckt das Leben besser. Dein Informationsservice rund um Bauen und Wohnen auf bauschweiz.ch. Kennen Sie die Angst vor dem leeren Blatt Papier? Ich glaube, jeder Künstler kennt sie, die Angst vor dem ersten Bindelstrich. Eine leere Fläche bietet einem einfach so viele Möglichkeiten, dass man sich verständlicherweise vor dieser unermesslichen Auswahl fürchten kann. Das Gleiche kann einem bei einer Gestaltung von einer leeren Wand passieren. Aber Romano nutzt genau diese Spannung aus und überwindet die Angst vor den unermesslichen Möglichkeiten und gestaltet die Wand höchst kreativ und individuell. Bei der Umsetzung kennen Sie dann gar keine Grenzen mehr. Ihre Ideen, Ihre eigenen, die können Sie natürlich immer selber auch einbringen. Also, falls Ihnen noch etwas Neues einfallen sollte. Wir haben hier verschiedene Wände. Das ist alles auf Basis von Zement. Und das Schöne daran ist, das ist ein bisschen wie Farbe. Nur kann man sie modellieren. Wir können sie texturieren. Wir können sie ölen mit Steinöl. Wir können von mediterran bis modern gehen. Wie Sie hier sehen, das ist alles Zement da hinten. Die ganze Texturierung. Und das ist noch beleidigt mit Gold. Und hier haben wir eine Loftwand, wo wir mit verschiedensten Zement angeschafft haben, sodass es dann auch ein bisschen abblättert. Und dort haben wir die Kalligrafie, wo wir Schriften hineinmeißeln. Und das ist nur die Spitze vom Eisberg. Und Sie können sich das vorstellen, es ist ja nicht so, wie es hier jetzt aussieht, dass das Platten sind, sondern es ist eigentlich eine Schichtstärke von 2-3 mm. Direkt auf der Wand. Und unsere Kunden können mitbestimmen,
was Design angeht. Ob es jetzt vom Farbton her oder von der Epoche her oder von der Mischung her, dass es ein bisschen körniger ist, ein bisschen steiniger ist. Das ist alles möglich. Ja. Wer hätte gedacht, dass man den Orient noch mal neu erfinden kann? Die Geschichten von 1001 Nacht beweisen doch ganz eindeutig, dass der Teppichhandel nicht unsere Hauptdomäne ist. Negra Carpet and Home wogt sich aber an das Kulturerbe und macht aus Farben und Formen neue Formen und Farben. Das Handwerk wird allerdings an den Originalschauplätzen ausgeübt. Ausser die jungen Wilden, sie kreieren selber die ganz eigenen Versionen und verweben Gebrauchsgegenstand und Kunst so eng ineinander, dass man sich kaum noch voneinander unterscheiden kann. Negra Carpet and Home ist ein traditionell geführtes Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Teppich- und Einrichtungsbranche. Neben Heimtextilien und ausgefallenen Möbelstücken findet man bei Negra Carpet and Home avantgardistische Designer und hochwertige klassische Teppiche aus den bekanntesten und nachgefragtesten Regionen der Welt. Jeder Orientteppich ist dabei ein einzigartiges und einmaliges Kunstwerk, handgeknüpft von Menschen, die im Einklang mit der Natur leben und über Generationen die Geheimnisse ihres Handwerks bewahrt haben. Neben den klassischen Teppichen findet parallel bei Negra Carpet and Home eine kleine Revolution statt. Junge Designer entwerfen moderne Vintage-Teppiche mit ganz neuen Mustern oder setzen verschiedene Teppiche in Patchwork-Manier wieder zusammen. Ob üppige Blumenmotive, faszinierende Farbverläufe, schillernde und changierende Materialien in strahlenden Farben, dezent, knallbunt oder auf eine moderne Art romantisch. Die luxuriösen Teppiche von Negra Carpet and Home setzen dekorative Akzente und stehen für Stil und Lebensqualität. Finden Sie mit Hilfe einer persönlichen Beratung Ihr besonderes Lieblingsstück und bringen Sie Harmonie, Eleganz und Komfort in Ihre Lebensräume. Neben der individuellen Beratung gehört auch das Erstellen von ganzheitlichen Lösungen in Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Architekten, Innenarchitekten und Einrichtern zum Tagesgeschäft. Besuchen Sie Negra Carpet and Home in einem der Teppichgalerien in Zürich, Rodrist und Chur. Was macht man mit einem alten Weinfass? Ja, zum Beispiel Designermöbel. Auf die Idee muss man zuerst auch mal kommen. Aber Diogenes hat sich das zur Aufgabe gemacht. In harter Handarbeit werden die Fässer auseinandergenommen und neu aufgearbeitet. Was dabei rauskommt, haben wir für sie zusammengestellt. Sie werden staunen, denn von dem alten Weinfass ist dort nicht mehr viel übrig, ausser vielleicht noch ein bisschen der Geruch. Aber das kann ja auch interessant sein. Herr Pramstaller, bei Ihnen dreht sich alles um den Wein. Was ist Ihre Spezialität? Ja, den Wein schon, den müssen wir zuerst trinken, damit wir zu dem schönen Material der Weinfässer kommen. Also wir arbeiten speziell schon seit mehreren Generationen also mit dem Material von alten Weinfässern. Und dazu gibt es eben dann eine schöne Geschichte, woher die Fässer kommen, wie groß, wie alt, welcher Wein drin gelagert wurde. Und aus dem Material fertigen wir dann Möbel in vielen verschiedenen Richtungen. Es fängt an von Tischen, Schränken, Küchen bis hin zum Weinraum und Weinkeller. Also ein individuelles Möbelstück, was Sie herstellen? Ja, das ist sehr individuell. Im Prinzip schon der Charakter vom Holz. Also man spricht davon Fässern, die fangen bei 70 Jahre an bis 120, 130 Jahre. Und natürlich auch so, wie man das sieht, also den schönen Weinstein, der sich über Jahrzehnte im Fass ablagert, den man dann auch also in verschiedenen Richtungen verarbeiten. Spiegel, Lampen oder eben Decken- und Frontendekor. Und das ist eben das Spezielle, was im Prinzip also auch der Charakter von den Gesamtmöbel ausmacht. Also das ist wirklich also dann individuell für einen Kunden geplant, gefertigt, auch dann auf Maß also produziert. Ja. Wo stellen Sie die Möbel her? Wir sind aus Osttirol, Lienz. Also das ist schon ein Stück nach Zürich. Aber
Da ist man natürlich spezialisiert und wir haben noch sehr gute Handwerker, weil natürlich die Massivholzverarbeitung schon besonderes Kenntnis benötigt. Küchenmax. Max Preise, Max Marken, Max Qualität, Max Bedienung. Auf www.küchen-max.ch. Kreieren Sie Ihr individuelles Einfamilienhaus zum Festpreis mit dem Online-Konfigurator unter www.hauskonzept.ch. Besuchen Sie jetzt bauschweiz.ch, das Portal fürs Bauen und Wohnen. Die Form hat sich im Erdgeschoss vom Stilhaus auf 3000 Quadratmeter breit gemacht. Vertreten sind 75 Designerlabels und ca. 600 Produkte. Produkte, Palette, die reicht von Möbel über Leuchten und Accessoires bis hin zu Dreirädern und Elektrofahrzeugen. Aber was rede ich? Schauen Sie unseren Beitrag. Herzlich willkommen im Stilhaus in die Form. Raum für Design, rund um Design. Produkte, die Emotionen wecken, rund aus der ganzen Welt. Wir haben von Jungdesignern bis exklusive Marken, vom Schmetterlingsgacko-Leuchten bis zum futuristischen Elektromotorrad sehr viele spannende Produkte bei uns in der Ausstellung. Wir zeigen tolle Produkte, die man nicht überall sieht, zum Teil auch sehr exklusiv nur bei uns zu sehen sind. Wir kennen jeden Hersteller, jeden Designer, jedes Produkt sehr gut. Wir erzählen sehr gerne über die Geschichten, erzählen, wir beraten sehr gerne beraten. Und es ist eigentlich unser Herzblut, die tollen Produkte eigentlich können zu präsentieren. Die Produkte kann man natürlich nicht nur anschauen bei uns, sondern man kann sie auch kaufen. Ist das über den Hersteller selber oder über unseren Online-Shop, wo man daheim, wenn man daheim angekommen ist, jederzeit eine Bestellung aufgeben kann oder auch, wenn man es daheim entdeckt hat, jederzeit zu uns kommen und das nachher anschauen kann. Im Erdgeschoss des Stilhauses bietet die Form auf über 3000 Quadratmetern Platz für bis zu 75 Aussteller mit über 600 Objekten. Ob Sportauto, Kinderspielzeug oder aktuelles Möbeldesign. Die Form zeigt einen Querschnitt durch die vielseitige Designwelt. Von aufstrebenden Nachwuchstalenten bis zu internationalen Designmarken. Hier können sich Besucher, Architekten und Planer inspirieren lassen und neue Produktideen auf sich wirken lassen. Anfang Sommer werden wir auch eine ganz neue Technologie haben. Man kann mit dem eigenen iPad oder mit dem eigenen iPhone können bei uns durch die Ausstellung laufen und die Geschichten und Hintergrundinformationen von diesen Produkten gerade direkt auf seinem eigenen iPad oder Handy können lesen. Die Vision von der ganzen Technologie ist eigentlich gesehen, man kennt das von Museum, wo man einen Kopfhörer bekommt und erst dann eigentlich begreift oder versteht, was für tolle Geschichten hinter diesen Exponaten sind. Und in Kürze wird das auch bei uns möglich sein und wir werden uns sehr freuen auf die neueste Technologie. Unser Herzensmensch, der Toni, hat natürlich wieder mal an seine Mitmenschen gedacht und aus Design und Schenken seine ganz eigene Kreation gemacht. Auch der Toni hat heute etwas zu sagen über das Design. Da sehen Sie da die lustige Figur. Das ist zum Beispiel auch etwas, das wir bekommen haben, von Leuten, die bei uns auf Besuch sind. Das sind alles Sachen, die uns Leute gebracht haben. Der Grossteil kommt auf so Museumsshop, wo man so lustige Sachen kaufen kann. Zum Beispiel haben wir hier wieder 4 Tischsets bekommen, aber wir haben schon etwa 10 oder 15 Pärchen. Und hier zum Beispiel Säufen. Die Sachen, die wir dann nicht gerade brauchen können, die sammle ich dann alles. Ich mache es ein bisschen wie die Hobbits. Kennen Sie die Hobbits? Die Hobbits ist das kleine Volk, das beim Herr der Ringe von Tolkien, müssen Sie das Buch, das da verfilmt worden ist, die kommen dort drin vor. Und die haben abgemacht untereinander, wenn sie so Sachen bekommen, die sie nicht gerade brauchen können, sie das sammeln und dann bringen sie das einfach am nächsten Besuch wiederbringen. Damit das bei uns immer lustig aussieht, wenn wir zu diesen Leuten kommen, behalte ich auch andere Sachen, die ich schon bekommen habe. Zum Beispiel das Bändchen da mit den Maienkäfen drauf, da hat schon mal eine Blumenstrauss-Verzierung damit. Und das Säckchen ist auch von irgendetwas und von der Frau. Da tun wir da zum Beispiel da die Säufe rein, dann tue ich nachher da das Bändchen rundherum und noch ein Federchen drauf.
gewesen, dann sieht das aus, wenn es designt wäre. So, das wäre es jetzt gewesen. Jetzt sagt der Toni, auf Wiedersehen miteinander, bis zum nächsten Mal. Volltreffer! Markenartikel rund ums Bad im Direktverkauf. Günstiger auf www.baddirekt.ch. Sie wollen nie wieder Rasen mähen, nie wieder düngen und dabei jederzeit einen Rasen in saftigem Grün haben? Kein Problem mit Kunstrasenprofi. Besuchen Sie jetzt bauschweiz.ch, das Portal für Bauen und Wohnen. Was ist Ihre erste Assoziation beim Wort Swimmingpool? Schwimmring, Strand, Wasser, aber Garten? Sind wir ehrlich, die zwei haben miteinander nicht so viel zu tun. Und trotzdem sind sie sehr oft ein Paar. Aber dass sie dann ästhetisch auch noch miteinander auskommen, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Vitabad und Vitagarten haben sich das vorgenommen, die zwei ungleichen Gesellen so miteinander zusammenzubringen, dass sie ästhetisch miteinander auskommen. Aber wie sie die Aufgabe erfüllen, überzeugen sie sich jetzt selber. Will ich doch gerade mal aus. Wow! Ist aber schon noch erfrischend hier. Und voll schön in dem Garten mit deiner Pflanze. Jetzt nimmt sich aber Wunder, wo die zwei sind. Wow! Wow! Krafttraining! Hier haben wir die zwei zuständig für Gartengestaltung und Pool. Könnt ihr euch kurz vorstellen? Ich bin der Roland Hunziker, der planende Landschaftsarchitekt von der Vitagarten und zuständig für Gartengestaltung. Ich bin Uli Achermann von der Firma Vitabad und wir würden gerne euch ein Pool realisieren. Herzlich willkommen hier bei der Vitabad. Wir haben hier eine Ausstellung gebaut, wo 8 verschiedene Schwimmbäder platziert sind. Die kann man brauchen zum Probeschwimmen. Wenn Sie möchten, im Edelstahlbecken, im Kompost-Keramikstückbecken oder im Vitapool Classic, das heisst unsere Holzkonstruktion baden, dürfen Sie gerne vorbeikommen. Wir haben verschiedene Varianten hier, die sind geheizt oder nicht geheizt, wie Sie das wünschen. Aber bitte denken daran, machen Sie kurz eine Anmeldung, dann haben wir die Ausstellung gerne offen für Sie. Wie sieht es mit der Gartengestaltung aus? Wir von der Vitagarten sind überzeugt davon, dass der Garten nicht am Poolrand selber schon fertig ist, sondern noch deutlich mehr zu bieten hat. Und darum gehen wir gerne beim Kunden vorbei und machen eine kleine Vorortberatung, gehen auf seine Ideen ein, auf seine Bedürfnisse und versuchen so ein gutes Projekt herauszufinden für den Kunden und begleiten ihn dann auch über die ganzen Baubewilligungen bis zur Umsetzung, bis zum fertigen Garten. Besten Dank. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt von unserer Sendung. Die nächste Sendung wird am 10. Juli ausgestrahlt. Wenn Sie auf YouTube die Sendung liken und abonnieren, nehmen Sie automatisch an unserem Gewinnspiel teil. Es gibt 5 Gutscheine im Wert von je 100 Franken zu gewinnen für Living Dreams. Ich würde mich freuen, Sie im Juli wieder zu sehen. Ich wünsche schöne Zeit und bis bald. Die Bauinfoservice-Sendung von BISTV ist Ihnen präsentiert worden von Stilhaus, Minergie, Navgroup und Bauschweiz.